und willkommen zur nächsten Folge von You Barbecue, Barbecue aus Rheinhessen. Heute zum Startswochenende gibt es was ganz Schnelles, und zwar Kachelfleisch. Kachelfleisch vom Grill, das habe ich heute geschickt bekommen von meinem Lieblingsfleischversand yourbeef.de von der Metzgerei Harald Kiesinger. Dazu machen wir ein schnelles Kräuterbutterbaguette mit einer Kräuterbutter namens Café de Paris. Was ihr dafür alles braucht, zeige ich euch jetzt. So, das sind jetzt also die Dinge, die ich in die Kräuterbutter Café de Paris schmeißen werde. Los geht es natürlich mit Butter. Dann habe ich hier 4 Knoblauchzehen, Dijon-Senf, Zitronensaft, Kräutersalz, bisschen Olivenöl, damit es streichzart bleibt, Cognac, Pistazienkerne, frische Kräuter. Ich habe jetzt hier einfach mal Basilikum genommen und habe jetzt hier noch eine TK-Kräutermischung. Die werfe ich damit rein. Das wird alles schön miteinander verrührt und gibt eine hammermäßige Kräuterbutter. Los geht es damit, dass ihr die frischen Kräuter die 4 Knoblauchzehen und so um die 20 Gramm Pistazienkerne in einen Mixer packt. Und das wird jetzt einfach erstmal schön durchgeschreddert. Als nächstes packt ihr dann die Butter dazu. Also ich nehme jetzt hier wieder so einen ganzen Block. Und lasse die erstmal unterrühren. Wenn die Kräuterbutter dann schon mal schön untergerührt ist, kommen da jetzt 2 Teelöffel Dijon-Senf rein. Die dürfen ruhig gut gehäuft sein. Dann folgen 2 Teelöffel Kräutersalz. Dann kommen 2 Teelöffel Zitronensaft, 2 Teelöffel Weinbrand. Und da wir so schön bei den 2 Teelöffeln sind, auch noch 2 Teelöffel Olivenöl. So, das sind im Prinzip alle Zutaten jetzt für die Kräuterbutter. Das rühren wir jetzt nochmal schön durch. Eine Kleinigkeit ist mir noch eingefallen. Ich mag es ja gerne scharf, deswegen werde ich jetzt noch ein paar Chiliringe daran werfen. Und die unterrühren. Und so schaut die fertige Kräuterbutter jetzt aus. Die fülle ich jetzt um, kann sie in den Kühlschrank stellen. Dadurch, dass der Olivenöl dran ist, kann sie quasi nicht fest werden. Ist also immer schön streichzart. Und dann werden wir gleich also auf dieses wunderschöne Baguette hier schmieren. Das Baguette kommt kurz auf den Grill, wird ein bisschen angeröstet. Die Kräuterbutter schmilzt. Ein Traum. Und dazu gibt es eben Kachelfleisch. Und das zeige ich euch jetzt. So Leute, das was jetzt hier so aussieht wie Fleischreste, die jemand vergessen hat durch den Wolf zu jagen, ist das sogenannte Kachelfleisch. Das ist das ist völlig unterschätztes Fleisch, das ist ein absoluter Knaller. Es wird aus der Hüfte vom Schwein, aus der hinteren Hüfte vom Schwein geschnitten und es ist relativ viel Arbeit, das da rauszulösen. Das ist auch der Grund, warum viele Metzger das einfach kaputt schneiden und dann in die Wurst werfen und klein häckseln. Ich kann euch versprechen, dieses Fleisch ist butterzart, vom Geschmack her total, ja, also es ist perfekt, es ist ein absoluter Traum. Wir hatten das letztes Jahr beim Treffen der YouTube-Blogger gehabt und ja, es ist butterzart, es kommt einfach nur ein bisschen Salzflocken drüber, dann wird es auf der Sizzle Zone scharf angebraten, medium gegessen, es darf also nicht komplett durchgegart werden, das ist also Frische ganz wichtig. Wenn ihr, oder fragt euren Metzger, fragt ihn, ob er euch Kachelfleisch besorgen kann. Und wenn er das kann, dann nehmt es und probiert es und ihr werdet absolut begeistert sein. Also, ich werde jetzt nur ein bisschen Salzflocken drüber machen, die Sizzle Zone vorheizen und dann das von beiden Seiten mal richtig schön scharf angrillen. Und dann wird direkt gegessen. So, die Sizzle Zone ist jetzt richtig schön vorgeheizt. Und jetzt lege ich mal von diesem Kachelfleisch 2 Lappen schon mal drauf. Brauchen gar nicht lange, also 30-40 Sekunden von jeder Seite und dann sind die schon fertig. So, das Kachelfleisch ist fertig. Es geht jetzt zur Seite und darf noch ein bisschen ruhen.
In der Zwischenzeit lege ich die anderen mal auf. So, das Kachelfleisch durfte jetzt noch ein bisschen gar ziehen. Und wird jetzt aufgeschnitten. Leute, ich kann euch sagen, da muss man direkt zugreifen. Das ist so saftig, das ist so wunderbar. Ein Traum. Und so schaut das Ganze dann fertig aus. Also das Kachelfleisch, hier habe ich noch ein bisschen Zwiebelkonfit, was ich noch übrig hatte. Und eben das Kräuterbutterbaguette. Was für ein Start ins Wochenende. Also, wie gesagt, wenn ihr bei eurem Metzger Kachelfleisch bekommen könnt, fragt ihn, bestellt es. Ansonsten schaut bei yourbeef.de vorbei. Die haben auf jeden Fall welches. Das solltet ihr in jedem Fall mal ausprobieren. Bis zum nächsten Mal. You Barbecue, Barbecue aus Rheinhessen.